Dann gucken wir doch mal. Wir haben soweit alle an ihren Posten. Alles repariert. Wir haben Sauerstoffsprung. Die Rebellen kriechen vor sich hin. Das heißt, wir können dahin, dahin, dahin und dann erst zum Ausgang. Und da wartet sogar ein Schiff auf uns. Sehr schön. Oh, Bomben sind nicht... Wir haben vergessen, die zweite Bombe zu aktivieren. Wir sehen ein Rebellenschiff mit 3 Schildpunkten, das eine kleine Rebellenstation bewacht. Angriff. Wir haben schon mal eine Angriffsdrohne auf uns drauf. Er hat einen Burst-Laser, aber anscheinend nur Stufe 1. Ein Ionenblaster und ein... Ich glaube, das ist ein Heavy-Laser. Na gut, erstmal machen wir die Bombe wieder an. Was jetzt echt ärgerlich ist, aber na gut. Und wir schießen mit der Bombe auf das Schild. Treffen und hauen mit dem Rest hinterher. Komm, 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 geh durch. Ja, sehr schön. 2 Treffer auf das Schild. Schon mal angeschlagen, sehr gut. Irgendjemand hat gerade ein Level-Up bekommen. Der Ingenieur. Unsere Schilde, oh. Ich wollte gerade sagen, unsere Schilde halten soweit, aber es war ein wenig zu früh. Wir haben 4 Raketen. Wir schicken jetzt noch eine Bombe auf die Schilde. So, die treffen sogar. Danach kommt Burst Laser 1 auch auf die Schilde, um sie weiter kaputt zu prügeln. Und der Burst Laser 2 schießt dann eine Sekunde später auf die Waffen. Ja, okay. Die nervigen Sachen haben wir schon mal ausgeschaltet, das ist gut. Dann... unsere Schilde sind ionisiert. Aber wir haben 2 Schildpunkte, das ist okay. Dann Burst Laser 1 wieder auf die Schilde, Burst Laser 2 auf die Waffen. Wir könnten die Drohne auch mal ausschalten. Schilde sind deaktiviert, Waffen sind deaktiviert. Jo, nächstes ist das Drohnen-Ding und die Antriebe. Und dann ist das Ding eh gleich kaputt, weil der Artilleriebeam schießt. So, schon mal für die Zukunft. Die Drohnen können weiter schießen, auch wenn die Dinger beschädigt sind. Die müssen wohl echt ausgeschaltet werden. So wie jetzt. So, was kriegen wir? 42 Scrap, das ist ordentlich. Und was macht die Station? Oh, erstmal kriege ich ein Achievement für 10.000 Scrap gesammelt. Und es ist eine Versorgungsstation. Wir kriegen 32 Scrap und ein Anti-Schiff-Drohnen-Beam. Dingens. Bummens. Eine Kampfdrohne, die immer mit einer kleinen Beamwaffe angreift. Hält sich in Grenzen. Aber Scrap und wir können das Ding eventuell verkaufen. So, jetzt ist auch der zweite Bombenwerfer aktiv, auch wenn wir nur noch 3 Raketen haben. Springen wir dahin. Die Hülle ist langsam echt angeschlagen. Oh, wir haben eine blaue Option. Ein schwer verwundeter Föderationstransporter oder Schiff versteckt sich im Nebel und versucht davon zu kommen. Wir jagen ihn. Und wir finden ein Schiff mit einer leeren Hülle. Alle wichtigen Teile sind bisher bereits rausgenommen worden. Aber 47 Scrap. Schöne Sache. Also wir sollten auf jeden Fall so 40 Punkte oder so behalten für die Reparatur und alle Raketen, die wir kaufen können. Jetzt überlege ich, fange ich jetzt schon an, das Schiff aufzustufen, obwohl wir einigermaßen klarkommen, oder spare ich das ganze Scrap in der Hoffnung, dass wir bei der nächsten Trade-Station einen Tarngenerator bekommen können. Und vielleicht noch mehr Crew. Ich glaube, ich nehme unser Artilleriebeam noch einmal eine Aufstufung. Was sind 50 Punkte? Nee, komm. Wir kommen bisher so klar. Ich will doch ganz gerne den Tarngenerator später haben. Das heißt, wir sind soweit fertig. Alle Türen zu, alle an ihren Posten. Ja, springen. Da ist der Ausgang, da ist ein feindliches Schiff. Ich hätte echt gerne eine Station, wo wir einkaufen können. Oh, und wir können danach auch noch dahin springen. Also ja, wir werden auf jeden Fall da und da noch jede Menge Scrap finden. Das heißt, wir können jetzt ruhig ein bisschen was ausgeben. Also, was hätten wir denn gerne? Wir hätten richtig gerne noch einen Schildpunkt. Aber das wären mir eben 180 Punkte allein hier und dann nochmal 2 hier. Das können wir uns also nicht leisten. Was wir uns aber leisten können ist... noch bessere Türen. Ne, die brauchen ja auch jeweils noch Energie. Wir leisten uns mal den Artilleriebeam. Und einen Energiebalken brauchen wir gar nicht. Weil wir noch einen über hatten. Okay. Niem, 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 niem.
Und noch einmal ausweichen. Ja komm, einmal ausweichen, einmal Energie. So, ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Und es fehlt doch ein Energiepunkt für die Artillerie. Nee. Na gut, wenn schon, denn schon. So, jetzt haben wir fast gar keinen Scrap mehr. Menno. Ah, wir sind wenigstens gut ausgerüstet. So, springen. Springen. Da einspringen. Ein Pirat, der ein anderes Schiff angreift. Das können wir nicht zulassen. Ist ja nicht so, dass es bei uns primär darum geht, den anderen kaputt zu machen, um die ganzen Scrap zu bekommen. Aber na gut. Du hast es so gewollt. Ja, haben wir. Er hat einen Heavy Laser, einen Beam Laser und noch einen Beam Laser. Der kommt gar nicht durch unsere Schilde, würde ich mal so wagen zu behaupten. Er hat auch keinen Teleporter, um rüberzukommen, und er hat keine Drohnen. Ja, nö, da verschwende ich keine Raketen. Da hoffen wir mal, dass wir den Schildgenerator so irgendwie treffen. Mit einem Treffer. Oh, besser als nichts. So, so, gleich hinterher. Und gucken wir mal, ob ich die Waffen richtig eingeschätzt habe. Ja, Beam geht nicht durch. Der Heavy könnte fast durchgehen, wenn beide treffen. Und der andere Beam geht auch nicht durch. Ja, sehr schön. Wir treffen immer wieder für einen Schadenspunkt die Schilde. Und das soll uns auch reichen. Außerdem kriegen wir jede Menge Erfahrungspunkte. Was man übrigens sehr leicht ausnutzen könnte, aber das will ich nicht unbedingt machen. So, er versucht zu fliehen und wir haben sein Cockpit schon mit dem Artillerielaser schrottreif geschossen. Das ist gut. Dann schießen wir doch mal mit dem einen Burst-Laser auf die Schilde und mit dem anderen auf den Antrieb. Ah, selbst wenn beide treffen, kommt er nicht durch. Sehr gut. Sie wollen fliehen. Zwei Raketen, eine Drohne, 32 Scrap. Nö. Kaputt. Gib mir mehr als 32 Scrap. Jo, 42. Dafür braucht eine Rakete weniger, eine Drohne. Aber wir kriegen von dem anderen Schiff 3 Treibstoff. Da werden wir wohl nie wieder Probleme haben. Eine Drohne, da werden wir niemals Probleme haben. Und 22 Scrap. Jo, schön. Das heißt, wir haben jetzt noch den Punkt da oben und danach können wir zum Ausgang. Oh, ich habe den da vergessen. Ha, also wir können auch da oben zum Ausgang und eventuell nochmal dahin und dann zum Ausgang. Aber ja, da müssen wir echt die Rebellenflotte im Auge behalten, wie schnell die vorankommen. Wir können tauschen. 2 Raketen gegen 3 Drohnen. Nein, andersrum wäre es mir lieber. So, zum Ausgang. Wartet beim Ausgang irgendwas auf uns? Ja, ein automatischer Rebellenscout, der aber nicht aktiv ist. Wir können seine Data-Stores anzapfen, in der Hoffnung, irgendwas Wichtiges zu finden. Oder wir können es auseinandernehmen. Es ist meistens nur für diesen Sektor, was man da findet. Also nehmen wir ihn auseinander. Und der Gegner ist immer noch recht weit weg. Das heißt, wir springen doch noch nach da unten, in den Nebel rein, wodurch der Gegner noch langsamer wird. Und springen dann zum Ausgang. Und ich sehe schon eine blaue Nachricht. Sehr schön. Ein Piratenschiff kommt kurz nach dir an. Es ist wohl eine Art Schmuggler. Wir aktivieren unsere Waffensysteme in einer bedrohlichen Art und Weise. Sie rufen uns. Es gibt keinen Grund für Aggressionen. Sie bieten uns 3 Treibstoff und 41 Scrap. Das ist okay. Das nehmen wir mal an. Wir sind schon wieder bei 164. Sehr schön. Das heißt, wir könnten uns das Tarnsystem jetzt auch kaufen, obwohl ich vorhin diese Einkaufsorgie bzw. Aufrüstorgie gemacht habe. So, jetzt haben wir aber nichts mehr an Sprungreichweite. Ausgang. Wir wollen in den nächsten Zivilsektor. Sprung, nächster Sektor. Wir haben die Wahl zwischen einem Engi-kontrollierten Sektor und einem Zivilien-kontrollierten Sektor. Ich glaube, ich springe mal wieder in den Engi-kontrollierten Sektor, einfach in der Hoffnung, dass wir da ein bestimmtes Event finden. So. Alles ist soweit fertig. Dann springen wir weiter und hoffentlich finden wir bald ein Geschäft. So, wir sind jetzt schon in Sektor 7, richtig? Oh, das sieht gefährlich aus. Oh, das sieht sehr gefährlich aus. Und Teleporter, nicht gut. Also, wir hätten gerne die eine Bombe auf die Schilde. Die andere Bombe könnten wir auch auf die Schilde schicken, aber letztes Mal sah es so komisch aus. Da hatten wir beide gleichzeitig geschmissen und es hat anscheinend nur 2 Schadenspunkte verursacht. Nee, komm, wir schmeißen das auf die Waffensysteme.
Und dann gucken wir mal, wo die Intruder hinkommen. Die kommen in unser Türsystem. Ich hasse es. Wir machen die Tür auf, die Tür auf, die Tür auf. Und gucken, was sie jetzt machen. Und sobald sie da durch sind, schicken wir ihn hier in die Krankenstation. Also, Bombe 1, Bombe 2 sind draußen. Treffen auch beide. Burst Laser auf. Schilde. Beide. Schilde sind noch mehr angeschlagen. Der Sauerstoff geht langsam hier raus. Soweit so gut. Die böse Rakete, die will ich nicht abbekommen. Oh, wo läuft ihr denn hin? Sauerstoff. Nicht ernsthaft. Ja komm, mach den Sauerstoff kaputt. Habe ich absolut kein Problem mit. Du stirbst vorher. So, ein Burst Laser Stufe 2. Kommt nicht unsere Schilde, aber da kommt die doofe Rakete an. Okay, eine Bombe auf die Schilde. Keine Bombe auf die Waffen. Oh, da hat jemand ein Level-Up bekommen, der Pilot. Ich hoffe mal, es bedeutet, dass er ausgewichen ist. Jo, ist er. Genial. So, Burst Laser Waffensysteme. Burst Laser Waffensysteme. Die müssen ganz schnell runter, bevor noch irgendjemand nochmal schießen kann. Und Sauerstoff ist kaputt. Und die kommen zu schnell. Ah, Mist, die sind jetzt schon raus. Das ist nicht gut. So, wir machen alle Türen wieder zu. Die zwei werden es nicht schaffen, die umzubringen. Das heißt, wir müssen noch mehr Leute abziehen. Oder wir locken sie einfach in die Krankenstation. Kommt hinterher. Das machen sie irgendwie nicht mit. So, du geht's. Au, Pilotentreffer. Ich hätte schneller mit den Waffen schießen sollen. Komm, mach kaputt. So, und sie haben sich wegteleportiert. Sehr gut. Also, ihr beiden repariert den Sauerstoff. Und wir schießen. Wer kriegt der Schaden? Du kriegst Schaden. Warum macht die Krankenstation nichts? Ach, macht sie nur sehr langsam. Okay. Weiter auf die Waffensysteme schießen. Ich will nicht schon wieder irgendeine Rakete abbekommen. Und zerstört. Sehr gut. Wer piept jetzt? Du piepst. Du hast wohl ein Sauerstoffproblem. Wir kriegen eine Rakete, eine Drohne, 58 Scrap. Soweit, so gut. Ihr beiden geht mal da reparieren. Und danach muss fast jeder in die Krankenstation. Warum kriegst du Schaden? Ach, kriegst du gar nicht. Das war knapp. Hätten wir beinahe unseren Piloten wieder verloren. So, du gehst zurück zu den Waffen. Und ihr beiden geht in die Krankenstation. Ja, vielleicht sollten wir unsere Krankenstation irgendwann doch auch mal aufstufen. Das kostet ja nicht allzu viel. Swarms war Schilde. Du bist Pilot. Du bist Ingenieur. Alle Türen zu. Alle Punkte verteilt. Und wir haben extrem viel Hüllschaden inzwischen bekommen. Also wir sollten nicht mehr so auf Kämpfe aus sein, sondern erstmal versuchen, Händler zu finden. Das heißt, wir springen nicht zu diesen beiden Schiffen, sondern wir springen hier hin. Ah, das ist ein ganz schöner... Okay, wir versuchen hier unten irgendwo einen Händler zu finden. 222 inzwischen. So, wir können tauschen. Unser Scrap gegen deren Treibstoff. Nö. Also da unsere Hülle jetzt schon so angeschlagen ist, wir könnten ein richtiges Problem bekommen, wenn wir mal einen hartnäckigen Gegner finden. Also irgendwas mit vier Schilden, Tarnsystem und vier Waffen würde uns wahrscheinlich zerstückeln. Das heißt, wir haben eh gerade so viel Scrap, also sollten wir jetzt vielleicht die Geschichte mit den Schilden machen? Ich hätte eigentlich ganz gerne die quasi auf Tasche, die 222 Scrap, damit wir die richtig guten Sachen kaufen können, wenn wir sie dann mal finden. Das heißt, ich gehe jetzt bewusst das Risiko ein und hoffe einfach... Ich sollte echt öfters auf die Karte gucken. Ich hätte sonst gerade das Geld fast ausgegeben, obwohl hier direkt neben uns ein Geschäft ist. Mann. So, also ab hinter, gucken, was die haben. Sie haben eine Heavy-Ionen-Waffe und einen Pike-Beam. Der ist also ähnlich wie unser Artillery-Beam, braucht aber zwei Power. Oder den Heavy-Ionen, der auch zwei Power braucht. Was haben wir hier noch? Ein Scrap-Recovery-Arm. Wir kriegen 10% mehr Scrap von jeder Ressource. Also jedes Mal, wenn wir Scrap bekommen. Der Haken ist, wir haben nicht mehr so viele Sprünge bis zum Endkampf. Und wir müssen 64 Scrap ausgeben zum Reparieren. Ist das jedes Mal so teuer? Also 4 pro Fix? Oder ist das von Station zu Station unterschiedlich? Übel.
Okay, wir kaufen erstmal Raketen. Dann verkaufen wir dieses komische Beam-Ding. Haben wir 211. Den Drone-Recovery-Arm brauchen wir auf keinen Fall. Wir müssen repariert werden. Schon haben wir noch 147. Und wir könnten jetzt eine von den Bomben ersetzen durch die Heavy-Ion. Aber die schießt nur einen einzigen Schuss. Der geht garantiert daneben. Und der Pike-Beam macht nur einen Schaden. Das heißt, sobald der Gegner einen Schildpunkt hat, kommt er nicht durch. Aber wenn er dann kein Schild hat, können wir damit gleich 3-4 Räume auf einmal treffen. Das ist schon praktisch. Also könnten wir es genau andersrum machen. Bisher haben wir es ja so gemacht, wir haben die Bomben eingesetzt, um die Schilde auszusetzen vom Gegner. Und haben dann mit den Burst-Lasern die eigentlichen Schadenspunkte verursacht. Wenn wir es jetzt andersrum machen, wir benutzen die Burst-Laser, um die Schilde runterzuprügeln und dann den Pike-Beam, um die Sache auszuschalten. Das wäre eine Möglichkeit.